Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich habe eine aufregende Woche hinter mir. Gerade aus spieletechnischer Sicht gab es sehr viel zu berichten. Ich habe ziemlich viele Videos gemacht und unter anderem hat das Ganze auch eSports WRC betroffen. Und ich bin halt ein bisschen in Sorge, was das Spiel betrifft, weil wir ja vor kurzem eben ein neues Update erhalten haben. Aber dieses Update leider einige wichtige Elemente nicht angegangen ist. Und eins davon ist halt die KI, die irgendwie momentan kaputt ist. Und ihr werdet das wissen, wenn ihr als Singleplayer unterwegs seid und eben entweder gerne eine eigene Meisterschaft spielt oder den Karrieremodus zockt. Ich werde jetzt gar nicht ins Detail gehen, was ich damit meine. Wenn ihr die Patchnotes noch nicht kennt und wissen wollt, was hat der letzte Patch überhaupt gemacht, 1.3, dann könnt ihr in das Video oben gerne mal reinklicken. Da lasse ich mich ein wenig darüber aus und sage euch eben meine Meinung dazu. Fakt ist, die Karriere, wie ich sie gerne spielen würde, funktioniert momentan nicht wirklich. Was ist die Lösung für dieses Problem, für mich persönlich? Ganz klar, und ich möchte die Lorbeeren da nicht selber einheimsen, ich bedanke mich da an einen meiner treuen Zuschauer, den ich schon sehr, sehr lange immer wieder bei mir sehe, vielen Dank dafür. Der hat mich auf die Idee gebracht und hat gesagt, ey, was hältst du davon, einfach mal einen eigenen Club im Spiel zu gründen, das geht ja, und so eine Clubmeisterschaft oder so zu machen. Und da habe ich mich jetzt mal ein bisschen reingefuchst und habe mir das mal angeschaut, habe mir das jetzt an zwei Abenden immer wieder mal ein bisschen angeschaut, wollte da mal verstehen, wie das funktioniert und ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, aber worauf ich hinaus will, ja, so eine Meisterschaft wird es geben. Und zwar nicht nur eine, vielleicht sogar zwei oder drei oder vier, je nachdem, wie viel Bock das macht und wie ausufernd diese Meisterschaften sein werden. Das hängt am Ende auch ein bisschen von euch ab, denn wenn wir am Ende nur zu viert sind, dann wird das Ganze vielleicht relativ zügig laufen und kriegen wir eine richtig fette Community hin mit 20, 30, 40 Leuten vielleicht sogar oder so. Das wäre natürlich mega bombastisch. Dann wird so eine Rallye vielleicht auch oder so eine Meisterschaft ein bisschen länger dauern. Muss ich mal gucken, wie ich sie konfiguriere. Ich habe auf jeden Fall vor, mehrere verschiedene Varianten umzusetzen. Und darauf wollte ich hinaus. In dem Moment, wenn ihr das Video seht, hat die erste Saison sozusagen, meine erste Meisterschaft tatsächlich begonnen. Und ihr könnt im Hintergrund auch dann entsprechend jetzt Gameplay sehen, wie ich das eingerichtet habe und wie ich gestartet habe. Das heißt, genau zu diesem Zeitpunkt könnt ihr reingehen ins Spiel und könnt mir da jetzt sozusagen folgen. Ich muss sagen, ich bin da noch nicht so firm drin. Ich habe es geschafft, über RaceNet diesen Club zu gründen und der ist offen zugänglich für alle. Ich muss euch also nicht irgendwie einladen, ja, ihr müsst nicht mit mir befreundet sein. Ihr könnt dem einfach joinen. Der Name ist Dukies Community, also ziemlich simpel. Und diese Community, das seid eben ihr mit mir zusammen und wir werden dann also Meisterschaften fahren. Das erste Event wird, oder ich sag mal so, die erste Meisterschaft wird ein bisschen kleiner ausfallen. Die möchte ich jetzt so als Testballon sozusagen ein bisschen nutzen, um auch das Interesse zu wecken und zu schauen, ob überhaupt alles so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe. Und die erste Rallye, die erste Veranstaltung sozusagen, die läuft ein bisschen länger, damit ihr jetzt Zeit habt nachzurücken. Wenn ihr das Video erst in einem oder zwei Tagen seht, habt ihr trotzdem noch die Chance, ganz entspannt teilzunehmen. Das betrifft aber, wie gesagt, nur das erste Event, damit jeder die Zeit hat, nichts zu verpassen. Und ab dem zweiten Event sind die Abstände dann kürzer, da müsst ihr dann ein bisschen schneller sein. Aber die erste Veranstaltung, die erste Championship läuft auch tatsächlich nur 4 Rallyes lang. Also die machen wir ein bisschen kürzer und mal gucken, wie ich das dann in der Zukunft mache. Ich habe vor, eigentlich so eine richtig schön große Rallye zu machen mit 6, 7, 8, 9 Rallyes vielleicht und dann auch mit mehreren Etappen da drin und so. Aber mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mitmachen wollt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das auch kommentiert. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach. Ich freue mich, wenn ihr den Fragenden auch vielleicht helft, wenn ihr die Antworten dazu selber habt. Das ist zwar noch eine kleine Community. Ich weiß, ich habe noch nicht so viele Zuschauer, aber trotzdem freue ich mich, dass ihr da seid und freue mich mal auf so ein Experiment, wird bestimmt eine coole Sache und ich hoffe auf rege Teilnahme, wie gesagt. Und ja, jetzt bedanke ich mich für das Ansehen des Videos. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann auf den Etappen in den verschiedenen Ländern wieder. Macht's gut, Leute.